Nordkorea hat am Sonntag den erfolgreichen Start einer Langstreckenrakete mit einer Musik- und Tanzveranstaltung gefeiert. Anwesend war auch Staatsführer Kim Jong-un, frenetisch gefeiert vom Publikum. Nordkorea hatte am 4. Juli eine ballistische Interkontinentalrakete abgefeuert. Nach Expertenangaben könnte das Geschoss Teile der USA erreichen. Nach eigenen Angaben verfügt das nordostasiatische Land nun über ein vollständiges strategisches Waffenarsenal, darunter auch Wasserstoff- und Atombomben.